Ich hab da eine Idee. Ich auch. Zip! Wenn wir bloß was hätten, was ihre Erinnerung auf die Sprünge helfen würde. Einmal präsentieren und wir hätten sie. Und wem sagst du das? Gar keine so dumme Idee, Maya. Wäre ich nie drauf gekommen. So, sollen wir ihr also an der Stelle... Den Loris zeigen. Ja. Ja. So, Loris ausgewählt. Alle dafür? Ja. Ja. Los, den Loris reinhämmern. DLRH. Frau Dorna, ihr habt doch ausgesagt, dass ihr dem Angreifer etwas abgerissen habt. Könnte das möglicherweise... Zip! Dieser Gegenstand gewesen sein. Nein, der sieht anders aus. Ich erkenne die Form wieder, ich konnte. Ja, lass ich so durchgehen. War ein bisschen abgehackt, aber... Was sagt ihr da? Aber, that is... The bracelet of the defendant, wenn sich die müden Augen des Gerichts nicht täuschen. Tut mir leid, euer Ehren, aber eure Augen täuschen euch. Es gibt nämlich zwei dieser Anhänger. Dieser hier ist das Gegenstück zu Frau de Narrateurs Anhänger. Ach ja? Komm mal du her! Ach ja? Oh mein Gott, mein Hals! That's what she said! Bei mir lebt irgendwie nicht. Hört man mich noch gut? Ja. Ja. Besser als je zuvor. Jetzt, da ihr es erwähnt, ich kann mich erinnern. Das Band war schon recht widerständig. Ganz so einfach konnte ich es nicht abreißen. Es war widerständig? Es hat gestanden, mal wieder. Ja, was ist was es hin und wieder tut, ständig. Also, ich habe mich gewehrt, habe gezerrt und gezogen und ich habe den Angreifer am Hals kratzen können. Ja, am Hals. Ja, ja. Moment mal, ihr meint, ihr konntet euren Angreifer am Hals kratzen? Das habe ich jetzt auch im Hals. Ich glaube es, aber ich bin mir nicht sicher. Nick, in dem Fall... Oh, halt. Ich muss eben kurz was trinken. Hier. Könnte die dunklen Flecken auf dem Band vielleicht... Ja, es könnte das Blut des Angreifers sein. Anhänger im Gerichtsakt aktualisiert. Wie das Gericht erkennen kann, sind immer noch Blutspuren zu sehen. Und jetzt kommt ein großes Aber. Gib mir ein A. Y. Gib mir ein Bär. Bin nur ein Bär. Nicht mehr. Und yeah. Und schwanker. Schaut euch meine Mandantin genau an. Überall. Oh. Es gibt keine sichtbaren Narben oder Verletzungen an ihrem Hals. Ergo, Versicherung. Was? Ergo, Therapie. Ja. Ergo, Versicherung. War das nicht die mit den, Ergo-gnomisch? Mit den Partys? Ergo-Gnome. Ja, das war die. Ja. Oh, schön. Frau de Narrateur kann Frau Dorna unmöglich angegriffen haben. Ach was? Nichts ist unmöglich. War voll vorhersehbar. Ain't no party like Ergo Party. Netter Versuch, Verteidiger.
Doch, ich sehe mich gezwungen, ihn einzuschreiben. Warte mal, war Erdogan nicht dieser türkische Nein. Präsident? Nee, was du meinst, ist ein Leguan. Das war Erdogan. Der hat doch dieses Spielzeugland erfunden. Ja, Erdoland. Das Leguland. Ja. Auf Helgoland. Nee, das ist falsch. Das ist der aus Herr der Ringe. Gibt's eigentlich auch noch eine Partnerinsel zu Helgoland? Helgaland? Helga! Okay. Hatten wir jetzt die Textbox eigentlich schon? Ja. Ja. Okay. Ich chat Erbe vor Lachen. Ich dachte jetzt. Chat Erbe? Was ist ein Chat Erbe? Wenn jemand stirbt, also wenn du jetzt stirbst und ich deinen Kanal kriege. Ach, dann ist nächster. Nee, das ist ein Shit-Erbe. Ja, in der Tat. Ach so, nein, und ja, stimmt, du kriegst meinen Livestream-Chat dazu, dann ist es ein Chat-Erbe. Hä? Leidet ihr einen Hirnschwund? Ja, ich glaube, wir alle gerade. Ja. Wie groß kann alle Sprüche werden? Alle, soll ich dieses Wort buchstabieren? Gib mir da! Gib mir ein L. Gib mir noch ein L. Noch ein L! Gib mir ein L. Moment. Nee, ich kann dir höchstens ein Ö geben. Ich geb dir ein A, ein L, ein L, ein E. Und meine A! Ach so, jetzt sehe ich das auch. Alle meine Äxte. Sie kann alle Wunden schneller heilen, als ein Schwert niedersausen kann. Dinkelberg, woher kommt das? Rätsel. Ich traue meinen eigenen Gedanken nicht, aber ich will Inquisitor Flamberg wieder haben. Menschenskinder, die hat ja echt auf alles eine Antwort, was nicht? Ja, das habe ich. Antwort. Das ist für eine Antwort, die beleidigt nur und labert drumrum. Das ist keine Antwort. Discord, bitte darum, mit der Befragung fortzufahren. Witness, continue your testimony. Sie wiederholt alles. Und nun? Okay. Etwas entreißen können, aber dann... wie jetzt? Wir haben das doch jetzt präsentiert und nun? Ja. Und wir haben... Haben wir irgendwas aktualisiert bekommen? Guck mal. Also wir hatten den Anhänger... Man kann Blutflecken auf dem Band sehen. Der ist jetzt an... Also der ist schon aktualisiert. Ja. Ja, das schon, aber von der Aussage ist, glaube ich, nichts neu. Nee. Also, aber vielleicht können wir jetzt den... Mit irgendwas mit dem Blut. Guck mal. Oder vielleicht müssen wir jetzt auch was anderes angreifen. Das könnte gemein sein in der Hinsicht. Mhm. Vielleicht erzählt sie das auch nochmal mit dem Kratzen. Dann können wir vielleicht das Blut... Nee, dann war das Letzte. Ja. Dann verlor sie das Bewusstsein. Okay, erstmal durchgehen. So. Ich frage mich, kann der Angreifer eine Hexe gewesen sein? Scheint nicht so, als ob Magie sie umgehauen hat, oder? Wie auch immer. Es kommt mir so vor, als würde Bella die Wahrheit sagen. Und doch. Sie hat definitiv versucht, Augenkontakt zu vermeiden. Außerdem wirkt sie sehr zögerlich. Da gibt es keinen Zweifel. Sie versucht etwas Großes zu verbergen, was sie jemandem entrissen hat. Ja. In dem Fall, Nick, wir müssen alles geben, um den Spuk ein Ende zu bereiten. Captain Spock. Ja, ich habe das Gefühl, dass alles hiervon abhängt, Maya. Was gibt's noch? Was hatte sie? Ich wäre ja für einen Tipp. Ja. Aber was wären denn so die Vermutungen, was man noch machen Irgendwas könnte? Mit Blut. Aber auf welches Statement halt? Alles angreifen, bis sich irgendwo wieder was ergibt, das weiterführt. Ich glaube, das irgendwas mit der Art des Angreifens zu tun hat.
Weil ich meine, sie wurde angegriffen. Von hinten, oder? Ja, sie wurde von hinten. Ja, wie soll sie da mit Wucht? Weil die hatte gesagt, das war ja ein bisschen zögerlich, das Band. Wie soll die das denn bitte von hinten gemacht haben? In dem Moment hätte sie sich doch umdrehen müssen, oder nicht? Ja, sie hat sich ja in dem Moment, wo sie angegriffen wurde, umgedreht. Hat sie ja ausgesagt. Ja. Also dann hätte sie den Täter begann sich gesehen, umzudrehen, ja. Sie hat den Täter nicht gesehen. Ja, hat, kann ja auch passieren. Hat er auch eine Robe der Nacht? Eine Robbe. Hm. Plötzlich attackiert und konnte nichts tun, ergriff den Arm und hielt den Mund zu. Ja. Oh mein Gott, es ist Nurgnun! Ja. Hören Sie auf mich! Mann mit dem Wetter. Na, dann doch mal ein Tipp. Wir müssen ja auch irgendwann weiterkommen. Ja. Aber ich würde fast sagen, es ist wieder irgendwas angreifen erstmal. Bloß. Ja, ich glaube, alles angreifen und irgendwo wird sich dann das. Nee, präsentieren, oh. Hä? Okay. Aha. Ist so ein Angriff, der griff meinen Arm und hielt mir den Mund zu. Ich glaube, das hat was mit den Anhängern zu tun. Oder? Der Anhänger? Muss es der Anhänger sein, was anderes gibt keinen Sinn. Verletzte diesen. Oder noch weniger Sinn als der Anhänger an der Stelle. Aber. Vielleicht wollen sie darauf hinaus, wie kann sie ihm was abreißen, wenn sie. Aber nur einen Arm festgehalten wird. Ja. Na, aber es wurde ja nur einen Arm festgehalten. Nimm das den Anhänger. Den Anhänger? Okay. Auf den Grund bin ich aber gespannt. Ich würde trotzdem mal einfach aus Spaß, solange man noch kann. So. Ich bin auch auf den Grund gespannt, deswegen. Es ist. Präsentieren wir mal. Anhänger. Ich meine. Ja. Alles andere hätten wir ja vorher präsentieren können. Frau Dorner, eure Aussage ist nicht besonders gut durchdacht, meint ihr nicht auch? Hören Sie hier nicht so rum, Mann! Ihr habt ausgesagt, dass ihr hinterrücks angegriffen wurdet und der Angreifer euch am Arm packte, richtig? Ja. Ja, das ist richtig. Günther. Phoenix. Ja. Nehmen wir an, es war so, dann behaupte ich, dass egal wie sehr ihr euch gewehrt habt, es euch unmöglich gewesen wäre, den Anhänger abzureißen. Oder was meint ihr? Nichts ist unmöglich. Ja, ich hab's gesagt. Das Band des Anhängers ist zu kurz. Ihr könnt unmöglich hinter euch gegriffen und es dann abgerissen haben. Ist ein bisschen fadenscheinig jetzt. Ja. Das regt zum Nachdenken an. Das regt zum Nachdenken an. Das leuchtet denn ein. Frau Dorner, die einzige Möglichkeit, dem Angreifer diesen Anhänger zu entreißen, hätte sich geboten, wenn der Angreifer direkt vor euch gestanden hätte. Ruhe, Ruhe! Das Gericht befiehlt Ruhe! Witness, entspricht das der Truth? Ich. Die Zeugin wurde Opfer eines tätlichen Angriffs. Es ist nur natürlich, dass die Details ein wenig verworren sind. Nö! Großinquisitorin, ich würde das Verwechseln der Position eines Angreifers nicht gerade ein wenig verworren nennen. Für mich ist das eine dreiste Lüge! Das gibt eine Rüge! Du bist außerhalb des Bildes. Oh. Ach, Verteidigerin. Wie ich klar sehen kann, hat sich eure Kurzsichtigkeit bedauerlicherweise nicht gebessert. Das kann man auch hochklappen. Ja, wenn schon. Was kann man hochklappen? das Ding, was sie entrissen hat. Nein, was? Nein, hier. Ah. Guck mal hier. Sieht man gar nicht. Scheint es ein kleines Ding zu sein. Eure Theorie gilt nur. Das ist groß und schwarz. Was? Was macht ihr da? Ich sehe euch ja nicht. Ja, sonst legt er seinen Arm immer drauf, aber das geht gerade nicht. Weil wir hier so eng beieinander sind. Ja, ich dachte, das ist eine Stuhllehne. Stuhllehne. Schatullehne. Eure Theorie gilt nur. Mann! Eure Theorie gilt nur, wenn wir annehmen, dass dieses Mädchen ihren Angreifer auch wirklich sah. Land. Nicht hörte. Saarland.
Das Saarland und das Siedland. Verbrechen im Saarland. Es war ihr Vater, / Opa, / Bruder, / Sohn.